Ich bin Burkhard vom offenen Atelier im Oberhafen. Wir sind eine Künstlergemeinschaft aus dem Gängeviertel und wir arbeiten seit August letzten Jahres hier mit 8 Künstlern zusammen. Ja, und hier sind wir im großen Raum vom Atelier. Was heißt es für eine Gemeinschaft, mit 8 Künstlern zusammenzuarbeiten, die alle ganz unterschiedlich arbeiten? Hier arbeitet Richard. Ich glaube, mein Lieblingsbild ist zurzeit das oben da. Das ist dann auch meine Ecke, wo ich arbeite. Das sind meine Bilder. Ich mache auch viel Action Painting. Ich mag die Atmosphäre hier und ich finde es gut, mit anderen Künstlern zusammenzuarbeiten. Und ich lasse mich gerne von anderen inspirieren. Ich kann nicht anders. Ich kann einfach nicht anders. Es gibt eine Sache, die muss ab und zu raus. Und das ist diese Sache. Durch verschiedene Farbtiefen und verschiedene Farblängen, auch der Lichtlänge, haben wir sehr, sehr schöne Effekte. Kreativität. Andere Leute sagen, das ist Quatsch. Sieht aus wie von einem Kindergarten gemalt. Und dann macht man das Licht an und die Leute sind erstmal einen Augenblick. Wow. Das ist ein Effekt aus der U-Boot-Kriegsführung, sprich die Begründung, warum in U-Booten rotes Licht an ist. Und das ist aufgrund der Begebenheit, dass der Steuermann im Notfall früher schnell durch das Periskop zu schauen hatte. Sprich, die Augen in der Nachtzeit keine Umgewöhnungszeiten haben dürfen, was uns heute in einer demilitarisierten Version auf jeden Fall sehr viel Freude bringen kann. Durch verschiedene Farbtiefen und verschiedene Farblängen, auch der Lichtlänge, haben wir sehr, sehr schöne Effekte. Trato de vivir, de elegir cada momento como único, de disfrutarlo, pasarla bien y expresarme y compartir con amigos, haciendo arte. Ich spreche ein bisschen Deutsch. Ich lerne langsam von Straße mit Freunden. Mein Name ist Hase und ich weiß von nicht. I work with the accident or whatever comes out of it. And I like that. And after that trip, there's a result. And there's something left. And I don't know. And then you go on to another. When those moments come, I find myself like too comfortable. And then I need to break it all again and get away. That's why I left from Buenos Aires, because I lived that life long enough and I needed something else, so I just packed a bag. Like a little child.